Die Baustellen von Sotschi. Im Februar 2014 sollen hier Sportler aus aller Welt um Medaillen wetteifern bei den Olympischen Winterspielen in der russischen Schwarzmeerstadt. Für Präsident Wladimir Putin ist das Großereignis ein wichtiges Prestigeprojekt. Doch Menschenrechtler erheben schwere Vorwürfe. Ausländische Arbeiter seien auf den gigantischen Baustellen systematisch ausgebeutet worden. Jetzt würden viele von ihnen gezielt abgeschoben, offiziell um gegen illegale Einwanderung vorzugehen. Im Moment gibt es viele Razzien, viele vorübergehende Festnahmen, weil kurz vor Beginn der Olympischen Spiele diese Menschen offenbar abgeschoben oder durch das Verhalten der Behörden und der Arbeitgeber aus dem Land getrieben werden sollen. Jeden Tag werden laut der Menschenrechtsorganisation Memorial mindestens 15 Menschen aus Sotschi abgeschoben. Zehntausende Arbeitsmigranten sollen in der Olympiastadt im Einsatz gewesen sein, viele davon aus zentralasiatischen Ländern wie Tadschikistan und Usbekistan. Auch Sabir schuftete auf den Baustellen. Seit Monaten hat er keinen Lohn erhalten. Ich hoffe, dass ich irgendwann mein Gehalt in den Händen habe. Ich will nach Hause zurück. Seit einem Jahr bin ich weg. Ich bin müde. Meine Frau und meine Kinder warten auf mich. Man hat mir versprochen, dass ich bezahlt werde. Aber sie bezahlen mich nicht und fangen an, mich zu bedrohen. Menschenrechtler warnen, dass es auch künftig zu solchen Ausbeutungsfällen kommen könnte. Denn in Russland steht schon bald das nächste Infrastruktur-Großprojekt vor der Tür. Mit der Fußball-Weltmeisterschaft 2018.